Hi Leute, willkommen bei Unreal Tournament 2014. Das ist jetzt das erste, sagen wir, Deathmatch, wo es gibt mit mal. Nur, sind wir jetzt wieder nur zu dritt? Scheiße. Gut. Ja, aber es ist trotzdem eine coole Lobby, denke ich mal. MHZ ist weg. Schade, ja. Und zwar direkt. Ja, gut, es ist jetzt Free for All, weil nur zu dritt sind. Ja, aber es ist die erste deutsche Runde, wo es alles Team Deathmatch gibt. Oder als Deathmatch. Nicht Team, sondern nur Deathmatch. Und ja, ich hoffe, euch macht das Spaß, uns zuzugucken. Irgendwo neben mir wird geschossen. Hat er Film. Hallo, Futur. Hörst du auf? Nein, ich töte dich. Warum sind die anderen jetzt gelieft? Das ist doch blöd. Immer mal 6 Leute, mal das erste Mal, dass auf dem Server so viel los war. Jetzt habe ich die Sniper. Was will ich für der Sniper? Da verwende ich doch jetzt eh. Hierhin kannst du mit der Sniper eh nichts anfangen. Ne. Aber mit der linken kann ich das anfangen. Juhu, ich habe. Wow, selbst mit der goldenen Rüstung habe ich ihn getötet. Wow, das war ein Volltreffer. Ja. Flecken kann das. Was war das? Der hüpft da oben ums Eck, leuchtet auf einmal lila und ich fall tot um. Ich hab ihn auch. Boah, schießt einfach zurück und tötet mich. Ja, aber sag er, das ist. Die Grafik ist auch richtig gut und halt retro so ein bisschen. Irgendwo neben mir hüpft schon wieder einer von euch rum und ich bin schon wieder runtergehüpft. Ich muss mich dann gewöhnen, dass Doppeltipp dieser komische. Oh ja, Dude ist wieder hinter mir. Dude? Dude. Wo seid ihr? Da seid ihr. Ich bin tot. Er hat mich schon wieder mit dem Raketenwerfer von hinten direkt auf den Kopf gegeben. Der steht auf einmal immer hinter mir. Er steht hinter mir, dann merke ich es nämlich um, schieße ihn ab. Im Sprung. Oh Mann, der hat Goldrüstung. Ja. Da habe ich jetzt wenig Chance. Und Raketenwerfer. Ich bin tot. Cool, er hat eine Killing Spree. Er hat schon die erste Killing Spree, ey. Warum sind die Leute mal alle so gut, die das spielen? Das sind alles alte Hasen. Ich habe keine Chance. Okay, irgendwo schießt ihr schon wieder. Ja, der verfolgt mich gerade. Ja, sag dir mal, wo ihr seid. Dann kann ich jetzt einer Sniper, der weg. Kannst du gar nicht. Kannst du nicht? Boah. Ach stimmt, du kannst auch die Raketen brauchst du nicht schießen, die kannst du auch als Granatwerfer werfen. Wie das funktioniert, habe ich jetzt noch nicht rausgefunden. Ja, das macht der irgendwie die ganze Zeit. Ja, ich bin. Junge. Du schießt die irgendwie auch als Granatenwerfer. Da siehst du die Flecken. Da kommt er ja schon wieder. Gegen den haben wir. Alter, der hat seine Waffe auch noch verbessert. Der hat jetzt Goldrüstung und verbesserte Waffe. Echt? Hat er das Ding geholt? Ja. Ah ja. Das Gold, ne? Das Lila, ne? Da kommst du nicht dran. Ist so ein Rampage. Da oben ist die Goldrüstung, ich sehe sie, aber wie komme ich da hin? Hinten rum oder jumpen? Ja, ich. Oh ey, der ist schon wieder hinter mir. Ich weiß sie. Ich bin drüber geflogen. Nochmal, zweiter Versuch. Jetzt hole ich sie mir. Das hat er sich selber gekillt. Oder? Nö. Ich bin tot. Als ich mir die Rüstung holen wollte, kam er wieder von hinten. Ja. Aber für die Rüstung musst du da diesen komischen Aufzug hochhüpfen. Achso, okay. Und er hat sie sich schon geholt. Also auf jeden Fall ist die Rüstung wieder weg. Ja, er hat sie. Und er hat mich gewonnen, hätte ich. Also ich muss sagen, wenn da so jemand dabei ist, dann macht es irgendwie weniger Spaß. Eben. Weil wenn man einfach gar keine Chance mehr hat, dann ist es auch nicht mehr lustig. Weil ich kann ja von oben auf den drauf hüpfen, 4 Treffer auf den Kopf, er dreht sich um, gibt nur einen Treffer, ich fall tot um. Weil er halt Goldrüstung und verbesserte Waffe hat. Ja. Du kannst sie auch halten, wenn du beide Tasten gleichzeitig drückst, links und rechts, kannst du die Munition, also die Schüsse halten und warten, bis jemand kommt. Ja, das Problem ist, ich spawne und werde halt einfach instant die ganze Zeit weggeschossen. Da reicht einfach gar nichts. Doch, er hat die Goldrüstung verloren. Ja, aber jetzt hat er gleich wieder die Verbesserung da oben. Nein, da bin ich jetzt. Achso, das bist du. Ja, ich weiß.
Jetzt hat er sich die Verbesserung wieder geholt. Ja, aber du warst doch dran. Ja, du musst erst mal hochkommen. Du weißt, wie schwer die ist? Du kannst da nicht hinlaufen, du musst da irgendwie über fünf Ecken hochspringen. Ach so, und mit diesem Sidejump. Ach so. Hier ist auch irgendeine Rüstung, die man gerade nicht einsammeln kann, weil die schon irgendjemand hat. Dammit. Ach so, die Schrapnell kannst du als Granatwerfer schießen. Echt? Ja, Rechtsklick. Ja, da kannst du die Cannons werfen, die Flag Cannons. Ganz Dosen sozusagen. Ja, aber die sind dann gleich noch stärker wie der Standard. Der Standard ist der Nahkampf und wenn du diese Dose schießt, ist es halt voll die Fernkampfwaffe. Ja, gut, aber auch Nahkampf, du machst am Nahkampf auch ordentlich Damage. Oh, Alter, gibt's ja mehr. Schon wieder, ist Anstorf 24 Mal hat er uns schon getötet. Ich sag doch, mit so jemand macht sich der so viel Spaß. Nein, also die Runde ist ja auch gleich rum. Aber es ist nur eine kurze Folge, dass ihr mal seht, wie das Spiel so ist, so als Deathmatch. Jetzt verliert er hoffentlich gleich seine Rüstung, weil er schon wieder mit mir in dem 2K und er tötet mich einfach wohl. Er schießt immer 15 Mal daneben und dann, wenn er einmal trifft, falle ich einfach tot um im ersten Schuss. Also zielen kann er eigentlich nicht, der trifft ja nicht. Da treffe ich öfter wie er, aber ich sterbe trotzdem schneller und jetzt gerade hat mich irgendjemand mit der Sniper getroffen. Na, das ist Steven, wo bist du? Ah, da drüben ist er. Oh, jetzt hab ich mich schon wieder selber gefickt, ja. Ich hab die Biowaffe. Du, sorry. Du willst den Typen mal kriegen mit der Biowaffe. Oh, yo, 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 und er hat wieder Goldrüstung und verbesserte Waffe. Ich habe ihn locker 7 Mal mit der Biowaffe direkt auf den Kopf geschossen. Interessiert ihn einfach nicht. Gut, das waren wieder wir. Das ist immer noch wir. Bleib mir stehen, ich muss jetzt endlich mal den Headshot zeigen von der Sniper. Ich habe es immer noch nie geschafft. Du lässt dich nämlich wirklich einfach Luft auf deinen Kopf irgendwie. Verschwindet einfach. Der wird einfach zerplatzt. Der ist doch schon wieder hinter dir. Also bist du. Ich hab so den Schritten gehört, hab ich umgedreht und geschossen. Hab doch mal reingehalten. Wo ist der Typ jetzt? Da unten explodiert's. Ja, das bin ich, Ah, da drüben, ich seh ihn. Der ist wieder bei dem Gold am Quellen. Er holt sich wahrscheinlich gerade eben ja, wieder. Ja, nö, er hat mich kurz mit seinem Raketenwerfer gemacht. Ah, das Gold-Upgrade braucht doch ein bisschen, um sich aufzuladen. Ey, der Typ, der ist einfach der so okay. Der schreddert uns einfach weg. Also wenn ihr da mal Bock habt, ich hätte irgendwie Bock, weil das ist ein bisschen Community-Event zu starten. Das hier einfach mal mit 8 Leuten auf den Server zu gehen, am besten hosten wir dann selber einen Server. Also mit Passwort. Ja, genau, mit Passwort. Und dann können wir da wirklich einfach mal mit 8 bis 10 Leuten einfach mal eine richtig coole Runde machen, mal so eine Stunde Aufnahme oder so. Eben, oder einfach nur so zocken, das weißt du eigentlich schon. Oder einfach mal nur so zocken, einfach mal als Community-Event. Also ich denke mal, das Spiel ist dafür eigentlich perfekt geeignet. Das ist eigentlich für LAN so geeignet. Es hat nur 1 GB Download, Leute, also das kriegt jeder von euch in ein paar Minuten runtergeladen. Eben, ist nur halt... Und ich hab die Goldrüstung! Oh, fuck. Und ich hab 2 Groot gekillt! Nee, du, er hat dich gekillt, oder nicht? Nein, nee, ich hab 2 Groot gekillt. Aber wo bist du? Ich hab dich doch gerade gesehen. Der rennt da unten wieder rum. Ich hab keine Waffen, das ist mein Problem. Ich finde bei dem Spiel keine Waffe, das ist traurig, gell? Was, bei dem Level hier keine Waffe? Ich finde hier eine Waffe nach der anderen. Ja, also meine Freunde, das war dann doch auch die erste Runde von Unreal Tournament 2014. Ich hab ihn wieder gekillt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr unser angespielt Video angucken. Das kommt morgen. Morgen? Morgen. 18 Uhr raus und 10, 9, ja, 8, ich hoffe, es hat 7, euch gefallen. Willst du auch noch was sagen? Du hast noch 5 Sekunden. 4, ja, ich 3, bin cool, weil ich habe ihn 2, 2 mal getötet. Gut, das war das Wort zum Sonntag. Bis dahin. Ich habe verloren, aber ich bin Zweiter. Und habe 3 mal so viele Punkte wie Futur. Ja. Also, damit, Leute, würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Genau. Servus und ciao. Ciao.